Europa ist das neue Japan. Das sind die Schlagzeilen in amerikanischen Finanzmedien. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Was meint man damit? Damit ist gemeint, dass Europa auf dem Weg ist dahin, wo Japan schon länger ist, nämlich praktisch Nullwachstum, eher deflationäre Tendenzen, Stagnation auf breiter Front, Negativzinsen, Nullzinsen, sozusagen das ganze Dilemma, das jetzt sich langsam auch in Europa hier abzeichnet. Wie gesagt, Japan ist da ja schon länger drin und Anlass für diese Titel, für diese Headlines heute war eine Emission einer 30-jährigen deutschen Staatsanleihe, also eine Staatsanleihe mit Laufzeit 30 Jahren. Und da gab es erstmals in der Geschichte eine Negativrendite, nämlich minus 0,11%. Das heißt, die geneigten Investoren zahlen in Deutschland dafür Geld, dass sie dem Land für 30 Jahre Geld leihen. Und das ist durchaus bemerkt worden, auch von The Donald. Der hat nämlich dann getwittert, naja, also das ist ja wirklich nicht toll. Die Deutschen, die können sich für Nullzinsen hier Geld besorgen, kriegen sogar noch Geld dafür und das sollten wir doch auch tun. Wir sind doch eigentlich viel stärker als die Deutschen. Far stronger and more important credit. Naja, wichtiger sind sie, aber stronger, das ist die Frage. Das werde ich gleich zeigen, dass das eher nicht der Fall ist. Jedenfalls hat Trump das gleich wieder verknüpft mit einem Appell an die Fed. Mensch, mach doch endlich was, senkt die Zinsen, mach Quantitative Easing, mach das ganze Programm. Denn wir wollen es auch so haben wie die Deutschen, dass sie sich umsonst Geld leihen. Heute ist wieder mal Optimismus angesagt. Optimismus zunächst mal in Sachen Handelskrieg. Nach Tweets von Sid Donald, der hier gesagt hat, Mensch, mit China, das läuft doch ziemlich gut, alles gut, da haben wir gute Gespräche etc. etc. Dann wieder verknüpft mit der Fed, aber unser Problem ist nicht China, sondern die Fed. Und alles gut, also das ist so der erste Punkt, der den Optimismus heute kennzeichnet. Wir haben dann aber auf der anderen Seite eher gegenteilige Aussagen aus China. Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, sagt, naja, wir bereiten uns vor auf einen No-Deal mit den USA, also dass es gar keinen Deal geben wird und geben kann. Die Amerikaner scheinen das eher nicht zu tun, so wettet Hu Xixin. Also die Fakten, zumindest die Sicht Pekings, spricht ganz klar gegen diesen Trade-Optimismus von Donald Trump. Der andere Optimismus ist der Zinssenkungsoptimismus in den USA oder an den Märkten insgesamt. Die Europäer freuen sich auf die EZB-Sitzung, die ist, glaube ich, am 11. September. Die Amerikaner gehen davon aus, dass die Fed ihnen entgegenkommen wird und die Zinsen senkt. Und auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen widersprüchlich, neben diesem Zinsoptimismus gibt es jetzt auch plötzlich wieder Konjunkturoptimismus, vor allem nach Zahlen von Targets. Die haben heute hervorragende Zahlen vorgelegt, ähnlich Lowe's, also die US-Einzelhändler, deren Aktien massiv steigen. Größter Anstieg seit 2014 bei der Target-Aktie. Wir sehen, dass zum Beispiel eine Home Depot, die im Dow Jones enthalten ist, jetzt auf einem neuen Allzeithoch handelt. Also der Konsument steht super stark da, aber gleichzeitig wollen die Märkte, dass die Zinsen gesenkt werden. Passt irgendwie nicht zusammen. Entweder ich habe Konjunkturoptimismus oder ich habe Zinssenkungsoptimismus. Beides wird wohl nicht zusammengehen. Wir bemerken in den USA vor allem, dass da einiges jetzt an der Mache ist. Donald Trump hat ja gesagt, naja, wir könnten hier die Kapitalertragssteuern vergünstigen. Derzeit liegen die so bei knapp über 6%. Problem ist nur, dass Donald Trump das gar nicht durchsetzen kann, auch wenn er es behauptet. Dazu braucht er die Demokraten, weil das Ganze muss durch den Kongress gehen. Und mit dieser Kapitalertragssteuer wiederum, da werden Sozialausgaben finanziert in den USA. Das ist ein No-Go für Demokraten, daran zu gehen. Auch die Senkung der Einkommensteuer ist eher nicht zu machen mit den Demokraten. Aber gleichwohl herrscht Optimismus. Wir sehen aber, dass die Unternehmen weniger optimistisch sind in den USA. Denn hier gehen die Investitionen deutlich zurück. CapEx, wie das im Englischen oder im Amerikanischen heißt, deutlich rückläufig. Und das, obwohl ja diese Steuerreform eigentlich diesen tollen Impuls geben sollte. Es zeigt sich einmal mehr, dass diese Steuerreform den Unternehmen was gebracht hat, aber die haben das schön als Buybacks, als Aktienrückkäufe und als Dividende ausgeschüttet. Gleichwohl gehen auch die Aktienrückkäufe zurück, also die sogenannten Buybacks. Und das sehen wir hier, denn da zeigt sich, dass wir zum Beispiel im zweiten Quartal deutlich weniger Buybacks hatten als noch im Vorjahresquartal, also im zweiten Quartal 2018. Da waren es 190 Milliarden Dollar, jetzt sind es nur 166 Milliarden. Gleichwohl immer noch sehr hohes Niveau, höchstes Niveau
seit 2015, mit Ausnahme des Jahres 2018. Also, es ist so, dass die Unternehmen in den USA so ein bisschen pessimistischer werden. Deswegen halten sie ihr Kapital eher zusammen, geben weniger Geld aus für Buybacks. Inzwischen sind ein bisschen, naja, vorsichtiger geworden in Sachen Konjunktur. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das dritte Quartal dürfte nicht so richtig toll werden. Da werden die Erwartungen ständig weiter abgesenkt. Vor einiger Zeit noch deutliches Plus erwartet, jetzt ein Rückgang von um und bei minus 4%. Und dementsprechend wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen besser reinkommen und dann haben die Märkte wieder einen Grund zu sagen, na seht her, ist doch viel besser als erwartet, ist doch alles gut. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel die Wirkung der Zölle. Wir haben vorhin über den amerikanischen Konsumenten gesprochen. Jetzt sagt hier Morgan, nee, JP Morgan ist es, dass die Zölle die Amerikaner pro Jahr tausende Dollar kosten werden und das vor allem jetzt die Zölle sind, die am 1. September eingeführt werden, die richtig teuer werden für die amerikanischen Konsumenten, denn die betreffen viele Konsumartikel, auch wenn jetzt Smartphones und einige Bekleidungsdinge erstmal ausgenommen worden sind. Jedenfalls ist das die Situation, dass dieser Optimismus nicht so wirklich eigentlich übereinstimmt mit dem, was da wahrscheinlich auch in den USA kommt, was in Europa ja schon lange der Fall ist. Europa auf dem Weg zu Japan zu werden, die Amerikaner dann auf dem Weg Europa zu werden, das ist die große Frage. Aber schauen wir uns mal im Vorfeld der Fed, das wird heute sehr, sehr wichtig, an, was hier derzeit der Fall ist. Ach so, zu den Amerikanern wollte ich noch sagen, heute hat das amerikanische Haushaltsbüro, das also praktisch berechnet, wie viel Schulden nimmt man auf etc., hat gezeigt, dass die Verschuldung deutlich stärker ansteigen wird als zunächst ohnehin schon erwartet. Gleichzeitig senkt man die BIP-Erwartung und es zeigt sich einmal mehr, dass diese Steuerreform von Donald Trump nicht das gebracht hat, was man sich erhofft hat an Wachstum. Es hat noch nie in der Geschichte funktioniert, aber die Republikaner haben uns wieder mal dieses Märchen erzählt, dass das schon funktionieren wird, dass also diese Steuerreform sich dann refinanzieren wird durch stärkere Einnahmen. Das Gegenteil ist der Fall, die Unternehmen investieren weniger. Es hat alles nichts gebracht, nur die Verschuldung, die ist parabolisch gestiegen und wird eben weiter steigen. Schauen wir in die Charts vor der Fed-Sitzung heute. Die Märkte, das ist der andere Grund eben, spekulieren darauf, dass die Fed ihnen schon entgegenkommen wird. Nun ist das Fed-Protokoll heute an der Reihe um 20 Uhr, über das wir bei Finanzmarktwelt berichten werden. Da ist es so, dass das am 31. Juli stattgefunden hat, diese FED-Sitzung. Und dieses Protokoll also in der Summe eher vor der Ankündigung von Donald Trump, dass ab 1. September die neuen China-Zölle kommen, verfasst wurde. Allerdings unterliegt ein solches Protokoll eben auch einem Redaktionsprozess. Und da fließen dann spätere Ereignisse vielleicht so ein bisschen mit ein. Also das wird eine spannende Geschichte. Insgesamt warten die Märkte jetzt auf die Fed heute Abend, auf das FOMC-Protokoll und dann am Freitag auf die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Aber rein in die Charts. Da sehen wir hier den S&P 500, der sich erholen kann, 2926 aktuell. Wir sind in dieser Range 2820 bis 2940. Das ist im Grunde eine Seitwärtsbewegung. 120 Punkte ist natürlich schon eine Menge Holz, 4-5%. Solange wir nicht aus dieser Range ausbrechen, ist nicht klar, wo die Richtung hingeht, zumal nicht vor der Fed. Wir sehen ähnliches Bild beim Nasdaq 100, 7743. Der Dow Jones heute stark eben, ein bisschen Hoffnung gebend, Home Depot, diese Einzelhändler wie Target, wie Lowe's, das gibt den Werten im Dow Jones besonderen Auftrieb nochmal. Und wir sehen auch den DAX auf dem Vormarsch, der hofft auch auf Zinssenkungen durch nicht die Fed, sondern eben die EZB. 11.806 Punkte aktuell der deutsche Leitindex. Was macht der Euro? Der hält sich hier im Bereich der 1,11er Marke, läuft seitwärts im Vorfeld der Fed. Wir sehen, dass Gold nach wie vor über der 1500er Marke handelt und das amerikanische Crude Oil heute nach Lagerbeständen wieder etwas schwächer, $56.10. Was ich Ihnen noch sagen wollte, morgen gibt es ein Webinar wieder, da versuche ich es nochmal. Letztes Mal ist das ja glorreich gescheitert an der Technik. Jetzt haben wir versucht, eine neue Lösung zu finden. Das scheint gelungen zu sein. Morgen probiere ich es nochmal. Aber um 20 Uhr wird dieses Webinar stattfinden zur Lage an den Märkten. Ich werde unter das Video den Link nochmal packen, wo Sie dann die ganze Geschichte live mitverfolgen können. Aber heute erstmal das FOMC-Protokoll, der nächste Trigger für die Märkte. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und erwarte Sie dann
bei dem FED-Protokoll bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren. Die Charts von Capital.com, auch der Sponsor des morgigen Webinars, by the way. Bis dann, Servus und Ciao.